Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute Montag wieder mit unserer Markenneuanmeldung der Woche. Also eine Marke, die letzte Woche im Markenblatt des Deutschen Patent- und Markenamtes veröffentlicht wurde, weil sie denn eingetragen wurde. Und dann starten wir auch gleich. Wir haben uns ausgesucht die Marke Waldaktie. Ich denke, das ist ein interessantes Thema. Und ja, schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Denn Waldaktie klingt ja so wie, ich kaufe ein Stück am Wald in Form einer Aktie. Und ob das so sein könnte, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Fangen wir erstmal an mit einem Blick auf die angemeldeten und eingetragenen Warenklassen. Also die Kategorien, in der der Schutz eingetragen wurde. Und das ist einmal für die Klasse 35, nämlich Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, vorgenannte Dienstleistung, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung des Klimaschutzes und zur Bewerbung von Anpflanzungsprojekten. Das ist schon mal sehr interessant. Klasse 36, Vermittlung von Öko-Wertpapieren, Finanzdienstleistung, insbesondere Finanzierung von Klimaschutz, Naturschutz, Anpflanzprojekten durch Ausgabe von Zertifikaten, Gutschriften und Öko-Wertpapieren, Spendensammlungen für Klima-, Natur-, Umweltschutzzwecke, insbesondere für Waldanpflanzungsprojekte. Ja, das passt soweit. Und dann haben wir noch in der Klasse 44 Dienstleistungen im Bereich der Forstwirtschaft und der Landwirtschaftspflege, nämlich Pflege und das Pflanzen von Bäumen und Wäldern. Insoweit ist das schon mal schlüssig. Und dann habe ich mal geschaut, ob es auch eine Homepage gibt, die das vielleicht nochmal bestätigt, bekräftigt oder uns irgendwas anderes erzählt. Und tatsächlich gibt es eine Homepage auf www.auf-nach-mv.de/nachhaltig/Waldaktie. Die Abkürzung MV steht für Mecklenburg-Vorpommern, spielt aber keine so große Rolle. Ich lese mal einen Teil aus dem Starttext vor und das ist genauso, wie man sich das denkt von der Marke. Da lesen wir, mit dem Erwerb von 2 Waldaktien in Höhe von je 10 Euro, also ein schlappes Investment von 20 Euro, können auf einer Fläche von 10 Quadratmetern Bäume gepflanzt und gepflegt werden, welche die im Urlaub, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, verursachten Kohlendioxidemissionen ausgleichen. Ein Mitglied einer 4-köpfigen Familie, die 2 Wochen in Mecklenburg-Vorpommern verbringt, setzt samt Anreise mit dem Auto, Unterkunft und Freizeitaktivitäten etwa 200 Kilogramm Kohlendioxid frei. Durch eine neu aufgeforstete Waldfläche von 10 Quadratmetern wird in der Wachstumsphase eine Biomasse von ca. 1 Kubikmeter Holz produziert, die im Durchschnitt 925 Kilogramm CO2 binden kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Umgerechnet heißt das also, mit dem Erwerb von 2 Waldaktien kann so viel aufgeforstet werden, was ja wichtig ist für unsere Sauerstoffproduktion oder Bindung von CO2, klar. Und man tut da ein sehr gutes Werk und dafür steht die Waldaktie. Mehr Infos kriegt ihr natürlich auf der Homepage. Wie gesagt, www.auf-nach-mv.de/nachhaltig-waldaktie. Ich finde das eine gute Idee, so ein Projekt auch mit einer Marke zu schützen. Die Markenklassen passen und ich kann nur sagen, ich wünsche der Markenanmelderin viel Erfolg beim Markenaufbau, der Markenführung und bei dem Einwerben von Geld, damit natürlich die Projekte finanziert werden können. Tolle Sache. Das war's für heute mit unserer Markenneuanmeldung der Woche. Ihr könnt mir schnell noch einen Daumen hoch da lassen hier unter Video. Das ist gut wie keine Arbeit. Und natürlich, wenn ihr noch kein Abonnent seid, schnell den Kanal abonnieren. Das hilft mir weiter im Ranking bei YouTube. Und ansonsten danke ich wie immer fürs Zuhören, natürlich auch fürs Zuschauen. Und wünsche einen guten Start in die Woche und freue mich, wenn ihr auch bei meinem nächsten Video mit dabei seid. Wir haben verschiedene Themen in der Playlist. Schaut euch einfach mal um. Und jo,
Bis dann. Servus.